Herzlich willkommen zum heutigen VDE YoungNet-Webinar zum Thema Zukunft der Schlafmedizin von Herrn Professor Thomas Penzel. Mein Name ist Molen Schmidt und ich bin die Leiterin der Fachgruppe Biomedizinische Technik. Und die Fachgruppe ist die Schnittstelle zwischen den Jungmitgliederaktivitäten im VDE und der Deutschen Gesellschaft für Biomedizinische Technik. Ich möchte euch also herzlichst zu diesem Webinar begrüßen und begrüße außerdem ganz herzlich Herrn Professor Penzel von der Charité Berlin. Herr Professor Penzel ist Physiker, Humanbiologe und Physiologe und beschäftigt sich mit der Biosignalverarbeitung und Schlafmedizin bzw. Schlafforschung. Ich persönlich hatte jetzt in meinem Studium bisher noch keine Vorlesung zur Schlafmedizin und auch nicht dazu der Technik dahinter und freue mich deshalb nun umso mehr über Ihren Vortrag rund um die Schlafforschung, Langzeitmessungen, Wearables und wie die Zukunft der Schlafmedizin aussehen wird. Ich freue mich nun direkt an Sie, Herr Penzel, übergeben zu dürfen. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einführung, Frau Schmidt. Ich hatte Sie ja kennengelernt letztes Jahr im Rahmen des IEEE-Kongresses zur biomedizinischen Technik, der in Berlin stattgefunden hat, wo Sie ja auch ganz entscheidend mitgeholfen haben. Gut, da ging es um biomedizinische Technik allgemein. Heute geht es um das, was mein Forschungsgebiet ist, nämlich Schlafmedizin, Schlafforschung und Schlafmedizin. Wie Frau Marlene schon, Schmidt schon gesagt hatte, bin ich von Hause aus Physiker. Ich habe Physik in Göttingen, Berlin und Marburg studiert und dann geguckt, wo kann ich mit der Physik was Sinnvolles machen und bin dadurch in der Medizin gelandet. Damals ist die Schlafmedizin gerade erst entstanden und dann habe ich in der Medizin auch die Fortsetzung meiner Karriere gemacht, nämlich Humanbiologie als Ergänzungsstudium. Und da habe ich dann auch meine Doktorarbeit gemacht und dann anschließend in der Physiologie habilitiert. Über sozusagen die theoretischen Aspekte aus Sicht des Physikers, aus Sicht der Ingenieure auf so ein Querschnittsfach wie Schlafmedizin. In den nächsten etwa 35 Minuten werde ich Ihnen zur Schlafforschung und Schlafmedizin berichten. Und zwar speziell, wo es hingeht. Einmal, wo wir herkommen, das ist aber kurz, damit Sie den Hintergrund verstehen. Und dann, wo es hingeht. Gut, Zukunft der Schlafmedizin. Heute bin ich in der Charité seit 2006 und betreue dort als wissenschaftlicher Leiter in der Klinik die Schlafforschung und Schlafmedizin. Worum geht es? Warum ist das interessant, gerade auch für die biomedizinische Technik und damit für die Welt der Ingenieure? Gerade heute im Zeitalter von Covid, auch ein großes Thema bei uns natürlich und in der Charité, wie es ja auch durch die Medien gegangen sind, ist die Digitalisierung der Medizin, nicht nur der Medizin, sondern aller Bereiche, aber eben auch der Medizin, die hinkt da etwas hinterher in der Digitalisierung. Und da würde ich sagen, ist die Schlafmedizin eine Ausnahme, weil die Schlafmedizin von Anfang an hochtechnisch war. Die anderen hochtechnischen Felder in der Medizin sind vielleicht sowas wie Radiologie, also die Bildgebung und Strahlendiagnostik und vielleicht auch einzelne Aspekte der Kardiologie mit Schrittmachern und Telemedizin. Aber sonst, das meiste ist doch der Arzt und der Patient und dann nimmt man mal Blut ab oder so oder misst mal den Puls irgendwas. Jedenfalls immer Punktmessungen und das Gespräch. In der Schlafmedizin ist es anders, weil wir in der Schlafmedizin Signale über längere Zeiträume messen. Dadurch brauchen wir schon von Anfang an eine Signalaufnahme, eine Biosignalverarbeitung. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Schlafmedizin. Neu und heute sind telemedizinische Aspekte, komme ich auch noch darauf zu sprechen. Was verstehe ich darunter? Weil gerade Telemedizin als großes Schlagwort ist sehr diffus. Ich verstehe darunter Ferndatenaufzeichnung. Das heißt, wenn wir von sowas wie Biosignalen, also aus dem Schlaf oder Herz sprechen, dann, dass die über Distanzen aufgezeichnet werden. Und dann möglichst auf der Basis davon auch eine Ferndiagnose gemacht wird. Ich war in meinem Laufe des Lebens auch in der Biotelemetrie
tätig und Biotelemetrie ist sozusagen die Fernüberwachung. Das wurde zum Beispiel in Alaska genutzt, um dort in den wenigen Städten dann mit Arztpraxen, die irgendwo in der Peripherie waren, oft von Blizzards abgeschlossen, dann ein EKG übersendet haben, um dann basierend auf dem EKG zu sagen, ja, da muss ein Helikopter hinfliegen oder nicht. Das heißt, eine Diagnose aufgrund einer Datenfernaufzeichnung. Der andere Punkt, der nächste Schritt ist dann das Fernmonitoring. Wenn einer nun eine Krankheit hat, dass die auf Dauer überwacht wird. Das ist zum Beispiel bei Erkrankungen, bei chronischen Erkrankungen, Diabetes oder Leute, die eine Herzschwäche haben. Das nennt man Herzinsuffizienz, von hoher Bedeutung. Dazu gibt es auch einige Literatur aktuelle, dass Menschen, die eine Herzschwäche haben, jeden Tag ihr Gewicht messen und jeden Tag ein EKG messen und das dann übertragen und dadurch gesehen werden kann, ob die Therapie, die Tabletten noch stimmen oder ob das geändert werden muss. Das nächste ist Fernintervention. Das heißt auch eine Behandlung bzw. eine Änderung der Behandlung. Das heißt, nicht nur der Arzt ruft über Telefon an, hallo, nehmen Sie mal mehr Tabletten, sondern womöglich, wenn es ein Beatmungsgerät oder ein Schrittmacher ist, den über die Distanz zu verändern und anzupassen. Das passiert zum Beispiel in Australien, wo sowas wie Schrittmachereinstellungen aufgrund der großen Entfernungen auch telemedizinisch auf die Ferne gemacht werden kann. Ganz wichtig ist natürlich der Aspekt Informatik. Der Aspekt Informatik, Biosignale, das nannte ich schon. Im Schlaf messen wir die Hirnströme, das EEG, das Herz, EKG, die Atmung und verarbeiten die, um dann unsere Diagnostik zu machen. Von den Signalen, die wir digitalisieren und dann messen, immer mit angepasster Abtastrate, ist der nächste Schritt natürlich eine Bewertung. Eine Bewertung im Kleinen. Handelt es sich bei dem, was wir gemessen haben, zum Beispiel um einen Herzschlag oder nur um eine Bewegung oder ist der Mensch irgendwie gerannt, haben wir Artefakte. Das heißt, das Erste sind wirklich sowas wie Ereignisse klassifizieren, Muster erkennen im klassischen Sinne. Das sind im Schlaf Schlafstadien, Leichtschlaf, Tiefschlaf oder wach eben, Rausel, sowas wie Aufwachreaktionen. Wenn ich jetzt mal kurz einen Krach mache, sowas zum Beispiel, dann wacht man auf. Oder wenn ein Flugzeug über einen fliegt, das sind die sogenannten Rausewack-Reaktionen, die den Schlaf stören. Ganz wichtig. Oder die Atemstillstände, die sogenannten Apnoen. Oder die Atmung ist nur reduziert, die sogenannten Hypo, also zu wenig Atmen, Hypopnoe-Ereignisse. Und am Schluss natürlich eine Diagnose. Der Mensch hat keine Schlafstörung, der Mensch hat einfach nur zu kurz geschlafen oder der Mensch hat eine Schlafapnoe oder der Mensch hat eine Insomnie, eine Schlaflosigkeit, schläft zu wenig, zu schlecht. Und dann sammeln wir das natürlich am liebsten im Rahmen der Informatik. Nutzung großer Datenmengen, Cloud Computing, Big Data, Data Mining. Warum haben manche Menschen Schlafapnoe? Manche vielleicht, weil sie ein kurzes Kinn haben, manche vielleicht, weil sie Entzündungen haben oder eine Erkältung. Warum schlafen Menschen nicht, haben Insomnieprobleme? Vielleicht, weil sie Stress haben, vielleicht wirklich, weil sie unter der Einflugschneise des Flughafens wohnen. Also Risikovorhersage, Phänotypisierung, wer ist wer und dann eine personalisierte Medizin. Das ist das Ziel. Wofür? Um zum Schluss möglichst, das ist meine Vision, auch als Technik, Methodik in der Medizin, dann eine automatisierte Closed-Loop-Anwendung zu machen. Wenn wir schon wissen, warum der schlecht schläft, warum der Probleme hat, können wir dann nicht eine Beatmung automatisch so anpassen. Wir wissen, bei Insulinpumpen passiert das so. Bei den Hörhilfen passiert das so, dass die lauter leiser schalten, je nach Umgebung. Das heißt, es gibt schon Closed-Loop-Anwendungen in der Medizin, aber nur in ganz wenigen Bereichen. Das auch in der Schlafmedizin einzuführen, finde ich eine Zukunftsvision. Okay.
Was macht man im Schlaflabor klassisch? Wo kommen wir her? Klassisch, Schlaflabor ist die Messung im Schlaflabor in der Klinik. Und das, was wir machen, nennt sich Polysomnographie. Viele Kanäle Schlaf messen. Oben ist es aufgezeichnet, dann sieht man digital aufgenommen die Hirnströme, die Atmung, die Atmungsbewegungen. Dann etwas dicker und schwarz dargezeichnet die Bewegungen. Es gibt viele Menschen, die im Schlaf mit den Beinen zucken zum Beispiel. Beim Einschlafen ist das normal, aber während des Schlafes kann es den Schlaf stören, kann man medikamentös behandeln. Und dann Sauerstoffsättigung, wie hoch ist der Gehalt des Sauerstoffs im Blut? Typisch im Schlaflabor sitzt immer, unten sieht man eine MTA, die dann vor den Monitoren in der Nacht da sitzt und guckt, was passiert in den einzelnen Betten. Jedes Bett ist ein Einzelzimmer und es gibt ein Handbuch, was das alles beschreibt. Das sind die technischen Spezifikationen, die Regeln für eine visuelle Auswertung des Schlafes, die Rausel-Regeln, das nannte ich ja schon kurz, dann wie bewertet man das EKG, womöglich Blutdruck, die Bewegung, Atmung, wann ist eine Apnoe da und wie kann man es zu Hause messen. HASAT heißt Home Sleep Apnea Testing, also kann man Schlaflabore oder Teile davon nach Hause tragen. Das hat die amerikanische Akademie der Schlafmedizin zusammengestellt und ist das internationale Manual. Immer wieder revidiert, jetzt aktuell in der Version 2.5. Natürlich wollen wir es automatisch analysieren. Und da gab es EU-Projekte. Eins sitzt zum Beispiel in Wien. Und die haben den Somnolizer gemacht, wo man dann übers Internet, nachdem die Person geschlafen hat, dann EEG, also Hirnströme, EKG, über einen Client dorthin schickt, auf den Server. Und dort wird genau basierend auf einem großen Archiv, so eine Art Big Data Analysis, wo die Schlafdaten schon drin sind, Analysen gemacht, die dann zum Teil von denen sind, zum Teil Regeln von denen sind und dann eine Schlafauswertung machen. Die Diagnose ist dann immer noch dem Arzt überlassen, der Arzt, der dann zum Schluss dem Patienten sagt, er hat die und die Störung, sodass sich hierunter im Prinzip eine Bewertung der Schlafdaten nur befindet und nicht die endgültige Diagnose, sondern die Klassifikation. Wenn man weiterguckt, dann sieht man Telemedizin. Heute in der Schlafmedizin hat drei große Anwendungen. Das eine ist direkt am Körper, Body Area Network, also Sensorik, zum Beispiel die EEG-Sensoren, nur noch kleine Sensoren, die dann direkt per Bluetooth oder andere Sensorik ohne Kabel im Schlaflabor ist, möglichst eine zentrale Einheit übersenden oder Blutdrucksensoren oder Herzfrequenz, EKG-Sensoren, alles nah am Körper. Das war ein Projekt von der Fraunhofer Gesellschaft, dem IIS in Erlangen. Das sind die, die auch ein MP3-Format erfunden hatten. Und dann damals noch mit DECT und damals noch mit ISDN, der Versuch, zu Hause die Daten zu vernetzen, zum Beispiel mit dem Lärm, dem Licht im Schlafraum und dann irgendwo hinzuschicken, wo dann wieder die Auswertung erfolgen kann. Also Telemedizin bei der Datenübertragung, um möglichst kabelarm, kabellos den Schlaf zu überwachen. Das waren die ersten Ansätze, so 2005 in der Gegend war das. Wo geht's hin? Diese Polysomnographie ganz links, ein Freund von mir aus den USA, Max Hirschkowitz, der hier vor den Papierbüchern, früher hat man das aufgeschrieben, hier sieht man ganz links die großen Verstärkertürme, auf der anderen Seite dann der Patient, wo man auf Papier das EEG, den Schlaf, aufgeschrieben hat. Damit fing es an, das war in den 60ern, hier Polysomnographie. Ursprünglich mal nur ein Forschungstool. Und dann mit dem Erkennen der Schlafapnoe, der Insomnie, mit der Digitalisierung, als es kleiner und erschwinglich wurde, die ganze Technik, ein riesiger Aufschwung der Polysomnographie, der Schlafmessung im Schlaflabor. Es wurde klinische Praxis. Und heute sieht man, dass vieles davon gar nicht mehr notwendig ist, in der klinischen Praxis durchzuführen, sondern man kann sehen, aha, vieles lässt sich viel einfacher diagnostizieren, die Schlafapnoe zu Hause.
Home Sleep Apnea Testing. Man muss nicht mehr jeden, der diese Atmungsstörungen hat, ins Schlaflabor legen. Der Insomnie hat, nicht schläft, den kann man auch befragen, wenn man die richtigen Fragen stellt. Es gibt ein paar Schlafstörungen, wie zum Beispiel das Schlafwandeln, hier als Parasomnie bezeichnet, was schon noch ins Schlaflabor muss. Aber wie lange? Wenn wir geeignetes Video zu Hause machen, vielleicht geht auch das zu Hause. Vielleicht brauchen wir das Schlaflabor nur noch für die Forschung oder können diese Therapiegeräte womöglich gleichzeitig eine Diagnostik mitliefern. Das heißt, das klassische Schlaflabor hat eigentlich ausgedient. In der Schlafmedizin hinkt man da etwas hinterher, aber da gucken wir nach der Zukunft. Und die kommt jetzt in den nächsten. Warum ist das wichtig? Weil Schlafapnoe, also diese nächtlichen Atemstillstände, sind unglaublich häufig. Menschen, die nachts aufhören zu atmen, also Schlafapnoe haben, man zählt die. Wie viele solche Atemaussetzer pro Stunde Schlaf? Das nennt man dann AHI, Apnoe-Hypopnoe-Index. Wenn man mehr als 5 pro Stunde Schlaf hat, also bei 6 Stunden wären das dann 30 Atemstillstände, dann spricht man von geringfügiger Schlafapnoe. Wenn man mehr als 15 hat, das sind schon viele Atemstillstände, die typischerweise so 30 bis 60 Sekunden dauern. Und nur halte mal einer 60 Sekunden die Luft an und das 15 Mal jede Stunde. Das macht einen Sauerstoffverlust, das macht einen Blutdruckanstieg und ist eine Gefährdung für Herzinfarkt und Schlaganfall. Da sieht man in Deutschland 14 Millionen Menschen. In den USA 24 Millionen Menschen, also eine hohe Prävalenz, haben wir im Lancet veröffentlicht. Wenn man diese milde Schlafapnoe sieht, dann ungefähr 1 Milliarde Menschen und die Therapiebedürftige ist 500 Millionen Menschen. Das heißt, es hat eine sehr große Relevanz. Darum stürzen sich da auch viele drauf, viele biomedizinische Technikfirmen, um dafür diagnostische Verfahren zu messen. Weil es so häufig ist, findet man Apnoe auch mit relativ einfachen Verfahren. Jeder hat ein paar Apnoe. So bis zu 30 pro Nacht ist normal. Wenn man schlecht schläft, dann hält man auch mal die Luft an. Das ist nicht das Problem. Sondern so viele, 15 pro Stunde, das ist das Problem. Und an der Stelle brauchen wir eben das Big Data. Wer sind die Leute? Sterben nicht alle an Schlafapnoe. An Schlafapnoe schon gar nicht, sondern wenn, an Herzinfarkt oder Schlaganfall oder Bluthochdruck, an den Folgen. Wer von denen entwickelt diese Folgen, wer nicht? In der Medizin nennt man dieses Problem Phänotypisierung. Manche alten Menschen haben immer noch ihre Schlafapnoe und überleben das prima, aber die meisten sterben eben. Und die auseinanderzukriegen, das ist das heutige Problem. Nicht mehr nur die Schlafapnoe finden. Wie kann man die Schlafapnoe leichter finden? Und damit habe ich mich von Anfang an befasst, weil das so ein fundamentales Ding ist, was die Atmung aussetzt, findet man es in allen biologischen Signalen. Ein relativ einfaches Signal ist der Herzschlag. Wenn wir jetzt mal an so Pulsuhren, an Fitbit und Ähnliches denken, da nimmt man auch den Herzschlag auf, da komme ich dann drauf. Also deswegen die Historie davon. Links ist der Herzschlag aufgezeichnet, das EKG, ein Herzschlag nach dem anderen sozusagen, das ist in der Nacht. Und normal, wenn man schläft, sollte der Herzschlag runtergehen. 60 Schläge pro Minute oder noch weniger, je nachdem, wie sportlich man ist. Aber was macht ein Mensch mit Schlafapnoe so? Bei dem geht die Herzfrequenz runter und dann sieht man hier so ein Z-artiges Bild. Aber immer wenn der seine Apnoe hat, das ist wie Tauchen, dann geht die Herzfrequenz noch mehr runter, um den Sauerstoff zu sparen. Wie Tauchen, das ist der sogenannte Tauchreflex. Und sobald der wieder atmen kann, wenn seine Apnoe, seine Minute Atemstillstand vorbei ist und er wieder atmet, sagt das Herz, das Gehirn, oh Gott sei Dank, du kriegst wieder Luft, atme schnell, atme tief. Und das Herz pumpt ganz schnell. Und dadurch haben diese Menschen eine Variation, zyklische Variation der Herzfrequenz nennen wir das, von sehr schnellem Herzschlag und langsamem Herzschlag. Und das mit jeder Apnoe. Also 15 Mal oder noch viel häufiger pro Nacht. Und das ist die Belastung. Das Herz sollte
nicht solche Trepp-auf-Trepp-ab-Läufe in der Nacht haben, sondern es sollte ruhig gleichmäßig sein. Dadurch die kardiovaskuläre Belastung, dadurch die Folgen wie Bluthochdruck, Herzinfarkt oder Schlaganfall, weil in der Nacht das Herz, der Sauerstoffaufnahme, das alles nicht zur Ruhe kommt. Zusätzlich können wir aus dem Herzschlag noch mehr lesen. Wir können aus dem Herzschlag, Herz liegt ja nun im Brustkorb, und wenn wir atmen, dann tut sich eben nicht nur die Luft rein und raus, sondern auch das Herz bewegt sich im Brustkorb. Und wenn man die EKG-Elektroden geeignet übers Herz platziert, dann sieht man, dass der elektrische Strom, der vom Herzen produziert wird, in der Amplitude sich ändert, hoch und runter geht. Und das heißt, wir können aus den Amplitudenänderungen, also die Modulation des EKGs, die Atmung ablesen. Hier, das ist die Atmung, abgeleitet aus dem Herzschlag. Das nennt sich Wellenamplitudenmodulation, EDR, Elektrokardiographic Derived Respiration. Das heißt, wir können aus dem EKG, und das ist ganz paradigmatisch für die ganzen Signale, auch die Pulswelle, man kann immer noch andere Körperinformationen herausziehen. Man kann dadurch auch herausziehen, ob einer im Leichtschlaf oder im Tiefschlaf ist, weil das Herz anders schlägt. Im Tiefschlaf ganz ruhig wie eine Lokomotive, im REM, im Traumschlaf geht es mit den Träumen einher. Da ist der Herzschlag mal schnell, mal langsam, mal schnell, mal langsam. Das heißt, große andere Variationen. Mit solchen modernen Methoden wie der DFA, Detrended Fluctuation Analysis, also nichtlinearen Methoden, kann man aus sowas wie Herzschlägen und den Abständen zwischen den Herzschlägen auch sowas wie Schlafstadien ableiten. Hier ist der Schlaf sozusagen aus dem EEG ganz klassisch im Schlaflabor beurteilt. Hier ist die Power, wenn man tief schläft, hat man langsame Wellen im Gehirn. Und hier ist die High Frequency Power, also aus der Spektralanalyse des EKGs geguckt. Und siehe da, das ändert sich mit der Schlaftiefe. Das heißt, es ist sehr wohl möglich, aus sowas wie dem Herzschlag auch etwas wie Schlaftiefe abzuleiten. Über die Physiologie, weil das eben gekoppelt ist. Wenn man dieses Wissen hat, kann man weitergehen. Anderes wichtiges Signal, nochmal einfacher als das EKG, was ja Elektroden braucht, ist die Pulswelle. Die Pulswelle hier in der Mitte, die am Finger abgegriffen werden kann, die bei jedem Sauerstoffmensser, Oximeter oder auch durch einfach eine Optik am Finger erfasst werden kann. Die Pulswelle oder Pulsamplitude zeigt genau das Gleiche, zeigt auch so eine Modulation mit der Atmung. Hier oben ist die Atmung, es sind mehrere Atemzüge, dann eine solche Apnoe, wieder mehrere Atemzüge und eine solche Apnoe. Das heißt, diese Amplitudenmodulation geht mit den Apnoen, den Atemstillständen einher. Und damit ist mit dem Einfachen, das war ein ursprüngliches Gerät, das neueres Gerät, was man wie eine größere Armbanduhr tragen kann und dann so einen Sensor hat, so einen Fingersensor, kann man die Schlafapnoe erkennen. Und es war eine Nature-Arbeit hier von Peres Lavi aus Israel, Nature Medicine, der gezeigt hat, mit dieser Amplitude der Pulswelle ist es möglich, hier unten das EOG, die Augenbewegung, also hier der Traumschlaf ganz klar. Im Traumschlaf ziehen sich die Blutgefäße zusammen. Das nennt man periphere Vasokonstriktion als Folge des hohen Sympathikotonus. Und damit kann man sozusagen vom Finger den Traumschlaf erkennen. Man braucht nicht nur das EKG, sondern sowas wie eine Pulswelle reicht. Sie sehen, ich komme immer mehr auf solche Dinge wie Apps oder Smartwatches, weil da nimmt man ja auch die Pulswelle auf. Dritter Punkt, also EKG, Pulswelle und das nächste sind die Geräusche. Auch leicht aufnehmbar. Klassisch sagt man, Schnarchen stört den Schlaf. Klassisch sagt man, wer schnarcht, hat schnell auch Schlafapnoe. Nun, die Apnoe sind die Atemstillstände. Wenn man nicht atmet, schnarcht man auch nicht. Das heißt, das Typische für die Schlafapnoe ist nicht das kontinuierliche Schnarchen, das Absägen vom Wald, sondern die Pausen dazwischen. Angst kriegen muss man nicht vom Schnarchen, sondern wenn das Schnarchen
so rhythmisch aufhört. Also Schnarchen, Schnarchen, dann Stille. 30, 60. Dann wieder lautes Schnarchen, weil er schnappt ja nach Luft. Dann 3, 4 Atemzüge mit Schnarchen, dann wieder Stille. Das ist Schlafapnoe. Kann man beobachten, kann man sogar bei ein paar Hunden beobachten. Gibt es welche? Das heißt, Geräuschaufzeichnung macht Sinn und hilft ebenfalls, Schlafapnoe, Schnarchen zu erkennen. Hier ein Mikro, und dieses Mikro hat die Besonderheit, es kombiniert mit einem Drucksensor. Weil, warum atmet man nicht in der Apnoe? Man atmet deswegen nicht, weil sozusagen Mund, Nase, obere Atemwege fallen zu, kollabieren. Bernoulli-Effekt, kein Luftfluss dadurch. Man will atmen, darum die Atmungsanstrengungen. Man versucht zu atmen, aber es kommt keine Luft rein. Es ist zugefallen, die oberen Atemwege. Bei den Menschen, die diese Krankheit haben. Das heißt, man macht im Thorax, im Oberkörper, einen Unterdruck, weil man will ja einatmen, ehe es dann wieder aufgeht unter der Luftnot. Das heißt, mit so einem Drucksensor, der hier mitgeklebt wird, misst man Unterdruck. Hier vorne direkt unter dem Kinn an der Haut. Ein Unterdruck plus die Schnarchtöne. Und damit kann man es trennen. Die Fluss aus den Atemgeräuschen hochfrequent, die Schnarchgeräusche niederfrequent, 20 bis 200 Hertz, und diese Druckschwankung. Und damit kann man außer dem Schnarchen einfach messen, auch noch eine Bewertung machen. Ist es eine Apnoe, ist es nur einfaches Atmen oder um was handelt es sich? Kontaktlos monitoren im Sinne von Telemedizin. Da ist die neueste Technologie, und an der Stelle waren wir auch mit dem Fraunhofer Institut für Mikrowellen schon in Gespräch, sozusagen kontaktloses Monitoring, Radarmessung. Das ist ein Gerät, was die Firma ResMed hergestellt hat. Inzwischen gibt es schon Ideen, ob man das komplett dem Handy, dem Smartphone mit, wenn die Mikrofone empfindlich genug für hohe Frequenzen sind und wenn der Lautsprecher auch in der Lage ist, hohe Frequenzen im nicht hörbaren Bereich zu senden, geht es vielleicht auch damit. Aber das ist das Allerneueste, das hat noch niemand. Radar ist natürlich einfacher, und Radar geht natürlich durch die Bettdecke, und dann kann man die Bewegungen, wenn man messen. Wenn man das gut macht, misst man die groben Körperbewegungen, man misst die Bewegungen der Atmung, und wenn es eben Mikrowellen sind, auch die Bewegung des Brustkorbes mit dem EKG, mit dem Herzschlag. Und dann hat man wieder diese Signale, aus denen man sowas wie Schlafapnoe erkennen kann. Und wenn wir das nun wissen, dass der Herzschlag ja unterschiedlich geregelt ist, womöglich mit so Methoden, zumindest näherungsweise wie DFA, nicht lineare Methoden, dann kann man das auch unterscheiden, den Traumschlaf vom Tiefschlaf. Und das machen jetzt die Smartphones. Es ist auch schon noch ein älteres, eins der ersten Apps, die es gab, war Sleep Cycle. Sleep Cycle, das war ein Norweger, der hat inzwischen damit auch Millionen verdient, war noch ganz einfach und primitiv. Der hat einfach nur den Bewegungssensor genutzt beim ersten iPhone und das Kopfkissen gelegt, und allein die Bewegung ist schon ganz gut, um sowas wie Schlaftiefen zu erkennen. Ist natürlich noch sehr grob, aber er hat immerhin schon versucht, sowas wie Schlafqualität abzuschätzen. Was verstehen wir darunter? Darunter verstehen wir, wie viel war der Mensch wach in der Nacht? Also die Wachzeiten, jeder wacht mal auf in der Nacht, aber wenn wir länger als 3 Minuten wach sind, dann erinnern wir uns dran. Nur dann empfinden wir es als schlechten Schlaf, wenn wir uns an die Wachzeiten erinnern. Das hat zum Beispiel das IEEE Pulsmagazin so dargestellt. Mikrofon dazu wäre natürlich gut. Neue Einmalsensoren auch. Jetzt schon klar, in welche Richtung das denkt. Und natürlich, das Lancet letztes Jahr, Consumer Sleep Trackers. A new tool to fight the hidden epidemic of obstructive sleep apnea. Das heißt, Schlafapnoe ist so häufig, dass im letzten Jahr, das war im Oktober, gab es noch kein Covid, man schon von einer Epidemie der Schlafapnoe gesprochen hatte. Ja, bloß wer ist wer? Wer überlebt die Schlafapnoe? Das Finden der Schlafapnoe allein ist nicht das Problem, sondern welche Apnoen machen wirklich die Gefährdung? Welche der Apnoen machen sowas wie
Herzinfarkt und Schlaganfall. Das ist das, wo wir hin müssen, wo wir sowas wie Big Data, künstliche Intelligenz nutzen können und müssen, damit wir nicht einfach da sind und sagen, oh, wir haben noch einen Patienten mit Schlafapnoe gefunden, wir haben noch einen Patienten mit Schlafstörungen gefunden, wer meinetwegen unter Covid leidet, hat auch Schlafstörungen mitunter. Also darum geht es nicht, sondern die, die gefährdet sind. Nochmal zu anderen Apps, ehe ich dann zum Ausblick und zu den Fragen komme. Hochaktiv auf dem Entwickeln der App sind die Chinesen, Koreaner. Gibt's die meisten Apps sind eben, so wie eben gezeigt, Consumer Technology und nicht Medical Devices, haben keine medizinische Gerätezulassung. Dies ist mal eine, die versucht hat, eine medizinische Gerätezulassung zu machen. Sleep Hunter App, eine aus China. Und die sagen, und an der Stelle geht es eben sofort in eine neue Art der Signalverarbeitung, die nutzen das Mikrofon. Die nutzen den Beschleunigungssensor. Aber noch äußere Informationen, nämlich wie viel Licht ist da, die Uhrzeit, tippt der Mensch auf dem Handy rum. Das heißt, diese zusätzlichen Informationen kann man sehr wohl mit einbeziehen in der Form intelligenter Verarbeitung. Also nicht nur die reinen Signale, sondern auch Umgebungsinformationen. Und dann mit einem künstlichen neuronalen Netz versuchen, Leichtschlaf, Tiefschlaf und Traumschlaf herauszufinden. Geht. Das sind natürlich nur Näherungen. Wofür haben sie es dann genutzt? Für einen geeigneten Smart Wake-up Call, also zum geeigneten Zeit aufzuwecken. Okay, was ist denn die geeignete Zeit aufzuwachen? Nicht aus dem Tiefschlaf. Wer aus dem Tiefschlaf aufwacht, das ist ganz unangenehm, dann braucht man, darum heißt er Tiefschlaf. Da braucht man eine Zeit, bis man sich orientiert und weiß, wo man überhaupt ist. Aus dem Traumschlaf? Wenn man aus dem Traumschlaf aufwacht, dann erinnert man sich an die Träume. Also die Leute, die gerne aufschreiben wollen, was sie geträumt haben oder das wie einen spannenden Film finden, die sollten aus dem Traumschlaf aufwachen. Aber hier versucht man aus dem Leichtschlaf aufgewacht werden, weil das ist dann ja, am angenehmsten, meint man so. Okay, das ist dann Interpretation und an der Stelle entfernt sich es auch wieder ein bisschen von der Physiologie, sondern ist dann Spekulation. Gut. Es gibt eine relativ aktuelle App, die kann man im iPhone Store kaufen. Das ist das Ballistokardiogramm. Also ähnlich wie die Radarmessung haben die Finnen eine Signalaufnahme gemacht mit so einem Streifen. Da hat der mit dem kaum aussprechbaren Namen Juha Palasma, ein Ingenieur, der seine Doktorarbeit dazu gemacht hat in Helsinki, hat dieses Signal aus dem Streifen aufgenommen. Und jetzt sehen Sie schon, da ist die Atmung. Und die kleinen Zacken sind das EKG. Das heißt, über das kann er super herausmessen, Leichtschlaf, Tiefschlaf. Er kann super herausmessen, wann wacht er auf. Und er kann sowas wie Aufwachreaktionen gut erkennen durch große Bewegung, kostet $199, glaube ich, und kann man ans iPhone anschließen, ist übers Internet leicht zu kaufen. Also, der kann Apnoe erkennen. Das war eine medizinisch-ingenieurstechnische Doktorarbeit. Das könnte ein Medizingerät sein. Ist es nicht. Apple hat davon Abstand genommen und hat es als Consumer Device verkauft, vermarktet. Der Juha hat einen Haufen Geld damit verdient, dass er die Rechte abgetreten hat an Apple. Aber was ganz typisch ist für das Feld, dass viele Leute neue Algorithmen, Geräte, Sensorik erfinden und wer es dann kauft, ist aber nicht die volle Möglichkeiten ausnutzt, sondern es dann als Consumer Device, weil man Angst hat, speziell in den USA verklagt zu werden. Also an der Stelle hinkt auch sozusagen die rechtliche Variante, die regulatorische, noch etwas hinterher. Was ich damit sagen will, sowas wie Sleep Cycle war super einfach, hatte nie die Intention, über etwas wie ein Consumer Device hinauszugehen. Manche anderen sind viel, viel weiter, werden aber unter Wert verkauft.
Also beides gibt es, das ganze Spektrum von sehr einfachen, im Prinzip billigen, bis zu sehr guten. Und am Preis kann man es nicht immer gut unterscheiden. Als ich diese Sachen in China mal auf dem Vortrag gezeigt habe und dann auch so eine Smartwatch gezeigt habe, vor ein paar Jahren stand nach dem Vortrag der Chinese, der das erfunden hatte, auf und kam zu mir ans Podium und sagte, hallo Thomas, ich habe was Neues gemacht, und hat mir seinen Ring gegeben. Hat gesagt, die Uhr ist nicht mehr so groß, die Smartwatch, die ist jetzt so klein. So klein ist mein Ring, ist ein Pulsoximeter mit drin, ist ein Bewegungssensor mit drin. Und dann ist alles das, was du erzählst, ich habe DFA gelesen, ich kenne alle deine Papiere, ich kann das alles. Und wenn man jetzt hier, da sieht man den Ring nochmal ganz schön mit dem Pulsoximeter und die Batterie drin, so elastisch, dass er an verschiedene Finger anpasst. Und das hier ist ein Smartphone, nur rumgedreht, sie erkennen das schon. Und dieses Smartphone so rumgedreht, ist dann ein Sleep Chart, also ein Schlaflaborreport. Oben die Sauerstoffsättigung, die hoch sein sollte. Und hier sieht man die Schwankung, die genau die Apnoe Oxygen Level wiedergeben. Man sieht die Herzfrequenz. Okay, ist nicht Herzfrequenz, sondern Pulsfrequenz, die im Schlaf runtergeht. Und hier unten hat er die Schlafstadien, Sleep Stage, berechnet. Mit den Algorithmen. Er hat berechnet, wann ist der im Wach? Wann ist der im Traumschlaf und wo hat er Apnoe, hat er Bewegung? Und, das war, ich habe es dann nachts getragen, ich hatte einen Apnoe-Index von 4,1, also unter diesen 5 war ich ganz froh, also nicht zu viele Apnoen, hatte viel Leichtschlaf, etwas Tiefschlaf, 14 Minuten Traumschlaf, ist ein bisschen wenig, aber okay. Und hier zeigt er einem auf, also dieses Gerät, dieser Ring, lief ein fast eine komplette Schlafdiagnostik mit Schlafstadien, Apnoe-Index, Schlafqualität. Super, das heißt, das Schlaflabor kann so klein werden. Wieder ist kein medizinisches Gerät, sondern Consumer Device. Wo geht's hin mit Telemedizin? Auch die klassischen Mediziner sagen, Telemedizin kann uns nutzen. Krankenkassen machen das, die DRK zum Beispiel, und sagen, Telemedizin ist zum Beispiel internetbasiertes Coaching. Jetzt in Corona-Zeiten haben wir das viel mehr erlebt. Also der nicht gut schlafen kann, kann sich über seine Krankenkasse gesponsert wo einloggen und bekommt dann so Empfehlungen, Tipps, wie kann ich besser schlafen, also weniger Alkohol am Abend und also Zeug, leichtes Essen nur am Abend, so Tipps, Sport ist immer gut, soziale Kontakte sind gut. Also Intervention geht, aber primär mal nur in Form von Coaching, noch nicht in Form von Einstellungen von Geräten. Oder in England das Gleiche. Also diese Schlaflosigkeitsbehandlung ist das, womit telemedizinische Intervention per App am ehesten im Moment in die Bevölkerung geht, was Schlafstörungen angeht. Da hat das NHS, National Health System, in England ganz groß das promoviert. Die haben sozusagen da einen QR-Code in die Zeitung gedruckt und dann konnte jeder diese Art von Schlaflosigkeitstest und auch Behandlung machen. Große Welle zur Schlafmedizin. Okay, es gibt auch in Deutschland und weltweit die Menschen, die Schlafapnoe haben, behandelt werden mit einem sogenannten CPAP-Gerät, was eine Art pneumatische Schienung ist. Das ist nicht eine richtige Beatmung, sondern sozusagen, wenn bei der Apnoe die oberen Atemwege zusammenfallen, dann setzt es die unter einen erhöhten Druck. Continuous Positive Airway Pressure heißt das CPAP. Das bedeutet, die oberen Atemwege werden aufgedrückt, und dann kann man wieder atmen. Also so eine Art Überdruck auf der ganzen Lunge und im Hals, um wieder gut zu atmen. Und diese Geräte, da gibt es eine Therapieüberwachung über eine Cloud. Wir haben dann Modem eingebaut und da wird jetzt schon geguckt, nutzen die Patienten ihr Gerät, wie ist der Druck, wie sind die Druckschwankungen. Und dann haben solche Smartphone-Apps für Patienten mit dieser Behandlung die Möglichkeit einer Therapieüberwachung. Im Prinzip könnte man dadurch auch den Druck ändern. Wird zurzeit in Deutschland nicht gemacht, in Australien ja. Auf alle Fälle hat man eine enge Therapieanbindung. Damit bin ich am Ende. Nochmal kurz zusammenfassend. Also,
Worum geht es in der Schlafmedizin? Hintergrund ist diese Polysomnographie. Die ist die Referenz, weil da messen wir mit Signalen am Körper und wissen, worum es geht. Das ist die Referenz. Sie ist so viel, aber auch nicht mehr. Sie ist nicht mehr heute Werkzeug der Zukunft, sondern Werkzeug der Zukunft ist Telemedizin in den verschiedensten Varianten. Im einfachsten Fall sowas wie Konsultation, Telesprechstunde oder meinetwegen eine App-Behandlung. Und die Informatik stellt uns neue Möglichkeiten zur Verfügung. Die Apps, neue Sensorik, heute eingebaute neue Sensorik oder solche zusätzlichen Tools wie so ein Fingerring oder ein Smartwatch oder ein Fitbit, Lifestyle, aber eigentlich schon Unterstützung für eine medizinische Intervention. Und da der regulatorische Aspekt, der wichtig ist, hin zu Closed Loop ansetzt, wo eine automatische CPAP-Einstellung, die dann Automatic Positive Airway Pressure genannt wird, eins der ersten. Gibt es aber noch viel mehr Möglichkeiten. Also von unserer Seite aus auf jeden Fall mal vielen, vielen Dank für diesen interessanten Beitrag. Ich fand es mega spannend auch, weil ich auch selbst noch nie was davon so gehört habe in der Uni. Und ja, wir freuen uns aber auch, dass so viele Leute heute teilgenommen haben. Und würde ich euch allen einen schönen Abend wünschen und ja, eine schöne restliche Woche. Vielen Dank, einen schönen Abend und einen guten Schlaf. Dankeschön.